sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Willkommen zu einer neuen Folge LS22. Ja, gerade mit Story. Jo, wir sind hier wieder zurück. Ja, ich kann so sagen, ich habe alles eingefahren. Anheu habe ich einfach mal ohne Kamera gemacht. Hier steht der Maxim. Ja, ich finde den Maxim nicht schlecht, keine Frage. Nur, wir können jetzt mal ganz kurz out of IP reden. Ich kann diesen Innenraum hier absolut nicht sehen. Ich kann damit nicht spielen. Ich weiß nicht, was Giants hier gemacht hat. Der ist so verkackt auf gut Deutsch. Wenn man sich das hier mal anguckt. Ich mache mal die FOV ein bisschen niedriger. Guckt euch das mal an. So sieht der nicht im Real Life aus. Das ist, das tut einfach nur in den Augen weh. Was, also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Also, beim besten Willen. Also, das, ne, damit kann ich nicht spielen. Und auch der Joystick, der tut mir am allermeisten weh, weil der ist definitiv nicht schwarz. Ich verstehe es nicht, im 19er war es, ja, vom Innenraum auch nicht so optimal, aber deutlich besser. Ja, muss man tatsächlich ehrlich sagen. Vorne der Konsole sitze ich mittig drauf, wie man hier gerade sieht. Auch nicht gerade so sehr besonders schön, auch wenn man hier aus der Innenansicht fährt. Rechts sieht man hier die Konsole noch ein bisschen, links nicht. Kann ich nicht haben. Deswegen kann ich auch voraussagen, dieser Trecker hier wird es nicht. Ich lasse die Spannung aber da, was es für ein Trecker wird. Ich kann auch sagen, dass es kein Quicke-Frontlader wird, sondern ein Stoll. Ja, ich finde einfach Stoll ein bisschen besser als Quicke. Deswegen wird es ein Stoll werden. Genau, wir können ja mal eben zu unserem Ballen fahren. Dafür nehmen wir mal den Lader tatsächlich. Schon länger nicht mehr mitgefahren. Wird mal wieder Zeit, dass wir mit dem mal wieder eine Runde fahren. Mit unserem guten alten Hofauto. Der Lada Niva. So. Wollen wir mal. Ach, muss sagen, der läuft aber echt gut eigentlich. Ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftiges Auto. Aber fährt top. So, dann fahren wir mal hier rein. Hier hinten habe ich die nämlich hingestellt, die Ballen. Bei unserem Grubber. Jo, hier. Das sind die ganz neuen Ballen, die wir gekriegt haben. Bin echt zufrieden vom Ertrag her. Das passt. Haben wir erstmal genug. Ja. Genau, hier ist unser Horschgrubber. Und hier ist auch unser Güllelager. Ist auch ziemlich voll. Müssen unbedingt mal fahren. Und da ist noch unsere Kuhwiese. Da haben wir im Moment die Trockensteher drauf. Genau. So, fahren wir mal hier rückwärts. Und wieder zurück zum Hof. Genau. Dann habe ich noch heute Morgen eine Pflanzenschutzmaßnahme durchgeführt. Im Tau. Und das sieht man hier auch in den Rüben. Das wirkt schon sehr gut. Das habe ich mit dem IAC gemacht und mit unserer Spritze. Ich blende euch jetzt hier mal eben die Bilder ein vom Pflanzenschutz und vom Ballenpressen. Und ja, genau, Intro ist neu. Hoffe, euch gefällt das wieder. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das Ganze findet. Ich packe den Lader wieder da vorne. Steht da nicht im Weg. Genau, denk mal, neuer Trecker. Wird jetzt noch ein bisschen dauern. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Ihr werdet dann auf jeden Fall sehen, was es für einer wird. So, mal die Tür zu. Und dann ist gut. Genau. Was gibt es sonst so groß zu sagen? Nicht viel. Der Schwader, da habe ich mich entschlossen, den zu kaufen tatsächlich. Der ist gekauft. Für den Preis konnte ich da nicht nein sagen. Der läuft echt gut. Hat eine angenehme Arbeitsbreite. Also, da gibt es nichts. Den habe ich jetzt gekauft beim Händler. Genau diesen hier. Der bleibt also hier. Der kommt nicht weg. Der Maxim geht heute wieder im Laufe des Tages. Und ja, mal gucken. Deswegen,
Wenn wir den jetzt auch nicht mehr benutzen. Erstmal. Und wir fahren wieder mit unserem 6830. Steigen wir jetzt auch sofort ein. So lobe ich mir das. Jetzt hängen erstmal das Gewicht an, das Frontgewicht und dann das Güllefass. Und dann geht es eigentlich auch schon los mit Güllefahren. Wir haben nämlich ein paar Flächen, die jetzt Gülle brauchen, ne? Nachdem wir gemäht haben, ist das jetzt natürlich ziemlich überfällig. Gülle fahren. Zack. So, machen wir noch hoch. Ja, wir haben halt nicht das größte Güllefass. Wie gesagt, wenn wir jetzt einen neuen Trecker haben, wäre das, denke ich mal, die nächste Investition, wo ich auch schon die ganze Zeit so ein bisschen am gucken bin, ob nicht was Gebrauchtes mal in Frage kommt. Ja, mal gucken. Hat mir natürlich auch schon das ein oder andere Angebot für neue Maschinen geholt, auch von Farmtech wieder. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir müssen natürlich auch was ziemlich Kompaktes haben für jetzt hier am Hang. Was im Bestfall der 6830 hier locker schafft, das wird das neue Güllefass. Klar, über das hier lacht er, das 8 Kubik Fass, da gibt es nichts. Ja, müssen wir mal gucken. So, bin gerade überlegen. Gülle war hier hinten. Schon länger her, dass ich Gülle gefahren habe, tatsächlich. Das letzte Mal hat es mein Vater ja gemacht. Deswegen war ich da raus. Oh, Güllegang hier. Und dann machen wir mal voll. Jo. Wie gesagt, ist ein 8 Kubik Fass. Geht also nicht die Welt rein. Ja. Hat bisher immer funktioniert, funktioniert auch immer noch. Ist halt immer noch eine mühsame Arbeit, ne? Immer mit 8 Kubikfass holen, ne? Leer fahren. Da bist du halt mehr auf der Straße unterwegs als auf dem Feld. Ist einfach so. Genau. Mais sieht auch ganz gut aus. Hafer auch. Freue mich schon aufs Dreschen. Bin mal gespannt. Hafer werden wir im nächsten Jahr nicht mehr anbauen, sondern wieder Weizen und Gerste, wie wir es eigentlich geplant hatten. Genau. Rübenernte wird auch spannend. Da werden wir uns nämlich einen Roder leihen und eine Feldmiete machen, die dann im Winter wegfahren. So der Plan zumindest. Oh, sieht gut aus. Fahren wir mal raus. Hier auf die Wiese hier will ich nichts drauf fahren. Das bleibt so. Fahren hier auf die großen Wiesen was drauf. Weil hier haben wir auch im Frühjahr schon Kunstdünger gestreut. Das muss reichen. Jo, da ist ein Straßenschild geflogen. Passiert ab und zu mal. Sollte zwar nicht, passiert aber. Jo. Hier sind wir dann. Ich würde sagen, hier fangen wir an. Müssen wir mal eben gucken. Ja, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Tatsächlich. Oh, ah, nicht so schnell fahren. Ja, so ist gut, denke ich mal. So passt das. Ja, ihr seht ja, wir haben wirklich jetzt nicht so eine große Arbeitsbreite. Und noch nicht viel im Fass drin. Ein paar Fass müssen wir also fahren. Da gibt's nichts. Ja. Mal gucken. Wie gesagt, vielleicht haben wir zum nächsten Mal ein anderes Fass, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wir werden es definitiv sehen. Ah, ist halt wie gesagt noch nicht so alt, das Fass. Ich hätte aber auch gerne keinen Möscherverteiler mehr. Davon mal abgesehen. Ja, muss man mal gucken. Muss man einfach mal gucken. Wenn man hier beim Möscher auch einfach halt nicht gut gucken kann, wie breit man fährt, ne? Das ist es. Da muss man wirklich nach Augenmaß fahren. Da gibt's nichts. Ja, das erste Fass auch schon so gut wie leer. Ist ja, es geht so schnell mit dem 8 Kubik Fass, das glaubt man nicht. Oh, wenn das jetzt leer ist. So, jetzt können wir uns ja mal eben angucken, wie das Ganze jetzt hier aussieht, wenn wir gut gefahren haben. So ungefähr. Da sieht halt ein bisschen Gülle hier drauf liegen. So soll es sein. Und ja, so können wir im Optimalfall wieder beim nächsten Mal. Oder
nochmal kurz Zacker drin. Ich meine natürlich, so können wir beim nächsten Mal optimal ordentlich mähen wieder. Haben ordentlich Ertrag drin. Und ja. Haben dann wieder gut Futter, was wir dann zu Ballen pressen können. Und ich denke mal, das geht dann in den Verkauf, weil ihr wisst, wir haben mehr Grünland als wir brauchen. Das ist mit Absicht so, weil wir natürlich mit Futter auch ein bisschen handeln. Mal gucken, ob wir auch ein bisschen Heu machen zum Verkauf. Das weiß ich tatsächlich so auch noch nicht. Müssen wir mal abwarten, wie es die Lage so zulässt. Und dann gucken wir einfach mal, wie viel wir über haben, was wir über haben. Ob wir es überhaupt noch schaffen, Heu zu mähen vom Wetter her. Wobei ich denke, dass das eigentlich ganz gut klappt. Ja, mal gucken. Denke mal aber, dass wir echt ja, ein Silo verkaufen als Heu. Das ist meistens so. Und ja, sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ja. Natürlich, das vergesse ich ab und zu mal zu erzählen. Ne, wir spielen ja auch im Server von G-Portal. Läuft echt gut. Also nochmal ein bisschen Werbung für meinen Partner G-Portal. Wenn ihr günstige und vor allem leistungsstarke Game-Server braucht, schaut mal bei G-Portal vorbei. Kriegt ihr auch 24/7 Support. Und ja, der Support ist einfach bombastisch da. Da kann man ehrlich nichts sagen. Das ist tipptopp. Genau, sonst habe ich gar nicht so viel zu sagen. Und ich würde sagen, wir gehen in eine Zeitraufaufnahme und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. My legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning. I'm still searching, finally earning something. Finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit. You'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime, just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. Somebody tell me what I'm doing. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, then I stop this. Never cautious, drop it. I'm the hottest, knock, knock, bitch. Watch it, I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spittin' hot shit. I'm droppin', chronic. I think I'm about to fucking lost it. Making back, better facts. Making racks where it's at. Have my back to the mat. Not an act, that's a fact. We attack in a pack. No, we act, no, we act. Think I'm black off the deck. While I'm rap, that's a step. Throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the best. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I deprive. Yes, and I'm at a price. So, wie ihr seht, fast ist mal wieder leer. Zeit aber auch vorbei. Und ja, es geht ganz gut voran eigentlich. Bin ganz zufrieden. Wie gesagt, kann natürlich schneller gehen. Hätten wir ein anderes Hass. Haben wir aber nicht. Läuft also auch so. Von daher, alles entspannt. Genau. Aber wie gesagt, ihr merkt schon, ich bin nicht mehr so der größte Fan von dem Fass. Ich hätte gern was Größeres. Aber man muss halt erstmal was Fassendes finden, ne? Was auf den Betrieb passt, ne? Was zum Fuhrpark passt. Ich hatte da mal so ein gebrauchtes Kotte gesehen. Ah, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich hätte gerne was mit Schleppschlauchverteiler oder so. Mal gucken, was sich da in der Zukunft so ergibt. Vielleicht findet man ja noch was Passendes. Und ja, erstmal muss jetzt der neue Trecker kommen und dann gucken wir mal weiter. Genau. Sonst gibt es gerade auch schon wieder nicht so viel zu sagen, tatsächlich. Genau. Wie ihr seht, ja, da kann ich auch gleich mal eben zeigen. Geh mal eben zum Silo hin, da hinten. Ist jetzt eine neue Plane drauf. Die gibt es bei ja gerade hängen Nordeifel auf dem Discord zu finden.
Ist ganz schick, gefällt mir echt gut. Tatsächlich die Plane hier. Schöner als die Standard. Da kannst du nichts gegen sagen. Bisschen Grasdilo hier vom alten haben wir noch. Das ist aber nicht mehr viel jetzt. Das, denke ich mal, werden wir die nächsten paar Tage verfüttern. Hier haben wir schon noch den einen vor den ersten Heuballen stehen. Einer ist auch schon verfüttert. Und wie gesagt, der Maxim kommt heute noch weg. Und ja, sonst gibt es auch da nicht so viel Neues. Das Gewicht hier bleibt, das habe ich ja gekauft, wie gesagt. Und die Ballengabe bleibt auch, die ist auch gekauft, wie gesagt. Das habe ich aber, glaube ich, in der letzten Folge alles schon erzählt. Und ja. Gut. Der Rest geht halt Frontlader und Trecker. Wie gesagt, der neue Trecker kriegt einen Stollfrontlader. Sagt mir mehr zu als ein Quicke. Und bin mal gespannt, wann der neue Trecker kommen wird. So lange dürfte es nicht dauern. Klar, ein bisschen schon. Ich sag mal so, er muss nicht erst noch gebaut werden. Und er muss auch nicht erst noch vom Werk kommen. Er steht halt einfach nur beim anderen Händler. Ungefähr 600 Kilometer weg. Das ist natürlich ein gutes Stück. Und deswegen muss er erstmal hier geliefert werden zu diesem Händler. Und dann kann ich ihn abholen. Die müssen da noch ein, zwei Sachen dran machen. Nach meinen Wünschen. Ist aber eine neue Maschine. Hat 3 oder 4 Stunden drauf. Also passt das. Ganz gut. Genau, der kriegt nämlich noch GPS. Und wie gesagt, die Frontlader-Konsole und den Frontlader. Und andere Bereifung kriegt er auch noch. Wenn das fertig ist, kann ich ihn abholen. Denke mal, das wird in ein paar Tagen sein. Also nicht mehr allzu lange hin. Genau. So. Fahren wir mal weiter. So. Und machen das Kilo fast wieder an. Läuft. Also ihr merkt schon, es geht ordentlich Kilo drauf. Auch die Flächen hier. Wir haben auch nicht wenig Fläche, muss man auch ehrlich dazu sagen. Was Grünland angeht, sind wir echt gut aufgestellt hier in der Region. Ja. Wollen wir mal gucken, nach einem Ballenwickler. Eventuell mit einem Kumpel einen zusammenkaufen oder so. Ich habe auch schon überlegt mit dem Nachbarbetrieb. Der ist ein Ort weiter. Was heißt ein Ort weiter? Der ist halt nicht hier oben, sondern ne, da unten im Ort. Quasi auf der anderen Seite vom Ort. Ein Güllefass zu kaufen. Wäre halt der Vorteil. Ist günstiger. Ist aber ziemlich weit weg. Und ich habe ihn noch nicht so ganz überzeugen können. Wenn das was werden würde, dann würde ich tendenziell sogar etwas Größeres kaufen. Und dann, ja, wird sich halt auch lohnen, ne? Könnte man vielleicht noch ein bisschen Lohngüllefahren anbieten, wenn man schon ein großes Fass hat. Dann lohnt sich gleich doppelt. Mit dem hier brauche ich nicht in Lohn fahren, das ist ganz klar. Aber mit einem neuen, größeren, würde ich mich da schon sehen. So. Ist das Fass auch schon wieder gleich leer? Also das geht ehrlich so schnell, dass die Fässer leer sind, das ist unglaublich. Tipptopp. Genau, ich würde sagen, wir machen einfach nochmal eine Zeitraffaufnahme und dann sehen wir uns gleich. Viel Spaß. Every day that I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings and everybody still doubts me. I wanna live to hear a crowd sing all my lyrics so loudly. I miss a time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all of these lectures. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare so I can be something. Yeah. I'm scared of being rich, but I'm scared of being poor. I'm scared of being lonely, but I'm scared of being bored. Sometimes I get really angry, and I don't know why. Sometimes I really do hate me, can't even pick my own side, yeah. What is even going on? Why the hell do I even write songs? What the hell am I doing here, man? I guess I don't understand a thing, damn. Yeah, but maybe ignorance is bliss. Yo, I'd rather lay in the abyss.
and be aware of what I missed, especially if I quit. Yeah, they say the hell is your last day when you see what you could have became. That day would drive me insane, so I intend on staying my lane. Yeah, I picked a path and I picked the pain. Yeah, I want it bad, that won't ever change. Yeah, sometimes I'm mad, sometimes I'm okay. Yeah, I know I'll have what I want someday. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare so I can be something. Yeah. I do what I love and hope you will love me. Yeah. I face this nightmare, no, I am not running. It's hard to be okay when everything has changed. Yeah, it's hard to be okay when I can see everything. The best part of everyone's day is on my iPhone on display. No matter what I do, can't get away. This isn't healthy, I don't feel the same. Yo, and destiny is a weird thing. Yeah, cause it's easier to believe. Yeah, that everything is out of your hands. So, wir sind erstmal, ja, wir sind nicht fertig. Also, mit dem Video wahrscheinlich gleich. Denk mal, ich werde den Rest einfach ohne Kamera machen. Ganz entspannt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Für mich ist es ein bisschen angenehmer. Tatsächlich so. Kann ich auch mal sowas machen. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr es generell findet. Auch mal ein paar Sachen komplett ohne Kamera zu machen. So wie ich jetzt euch am Anfang die Bilder eingeblendet habe. Ja. Macht mir eigentlich so ganz gut Spaß. Ich finde das Ganze so sehr entspannt. Klar, wenn das jetzt ans Rechnen oder so geht, dann werde ich natürlich alles zeigen. Das ist wichtig und richtig. Pressen. Stroh auch. Das ist natürlich ganz klar. Die Ernte sollt ihr natürlich komplett sehen. Aber sowas wie jetzt Gülle fahren, habt ihr natürlich jetzt was gesehen von. Ich denke mal, das sollte erstmal reichen. Gut. Ich würde sagen, wir beenden das Video einfach gleich hier, wenn wir mal angehalten haben. Hier vorne beim Güllejagen. So. Tipptopp. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns ja in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. We are farmers, farmers.